Du bist mit der Schaluppe gekommen. Ich kann dein Schiff zusammenzimmern, sage du bereit bist, mich dafür zu bezahlen. Zaba zeigt die Zähne und knirscht damit laut genug, um den Lärm auf Dock zu übertönen. Hast du Probleme mit einem Kunden? Nein. Captain Redora hasn't paid me for her commission firepower. Allerdings, Captain Redora hat mich für die in Auftrag gegebene Feuerkraft noch nicht bezahlt. Zabat zieht am Bartend und zuckt zusammen. While I'm up to my nose in debt, the wild mare gobbles up her coin. Ich stecke bis über beide Ohren in Schulden und die wilde Meere versteckt ihre Münzen. Now, pirates are holding my feet to the fire over some sham of a deal. Und jetzt rösten mich Piraten bei dem Bang im Leib über dem Feuer wegen irgendeinem Scheingeschäft. Zabat zuckt zusammen und zerrt fest an seinem Bart, wie um sich selbst zu bestrafen. If I don't get Redora's payment, I might as well start carving my Swallownet. Wenn ich das Geld von Redora nicht bekomme, kann ich mir ebenso gut gleich mein eigenes Swallownet schnitzen. Wenn du mir für deine Arbeit einen Rabatt gibst, kann ich Redora für dich aufspüren. Was für eine Art von Handel bieten diese Piraten denn an? One where I man Principi ships and no others. Ein, bei dem ich nur noch die Schiffe der Principi reparieren darf und keine anderen mehr. Zabar streicht sich mit beiden Händen die Haare aus dem Gesicht, doch die fallen sofort wieder wirr und strittig zurück. And here I'd have thought a shipwright would be eager for an exclusive contract. In particular one with clients disposed towards getting their ships shot to shit and shot again. Und ich dachte, die Schiffsbauer werden absolut scharf auf einen exklusiven Vertrag. Vor allem auf einen Vertrag von einem Kunden, dessen Schiffe dauernd kurz und klein geschossen werden und ständig wieder repariert werden müssen. Folk like that come by coin easy, only to lose it all again. I'm not sinking my business on the say-so of a pack of puffed up bilge rats. Solche Leute werden rasch reich und ebenso rasch verlieren sie alles wieder. Ich werde doch mein Geschäft nicht auf das Geplapper von ein paar Bilgerrattenchen aufgeben. Bastards are driving away business until I give in. Die Mistkerle verscheuchen mir alle Kunden, bis ich nachgebe. Warum habt ihr euren Streit nicht längst beigelegt? Because I've got a backlog of work through the next turning of the wheel. Weil ich mit der Arbeit eine ganze Drehung des Rades im Rückstand bin. I'm old, damn it. These hips won't carry me to the mare and back without a fight. Und ich bin alt, verdammt nochmal. Meine Hüften tragen mich nicht mehr zur Meere und zurück, jedenfalls nicht ohne heftigen Widerstand. In other words, we need to go to the wild mare. Well, that's just fine and dandy. Mit anderen Worten, wir müssen zur wilden Meere gehen, und das ist ja schön und gut. Mare is a right popular place. There are worse favors I could ask. Die Meere ist ein sehr beliebter Ort und könnte einen schlimmeren Gefallen von mir verlangen. Und was ist, wenn jemand Rodaras Auftrag kaufen würde? Könnte das deine Geldprobleme lösen? Nein, but only once she fesses up that she doesn't have the coin. In der Tat, aber nur wenn sie zugibt, dass sie das Geld nicht hat. Sama kämmert sich den Bart, findet dabei ein schwarzes Haar, zupft es sich aus. Call me a fool for holding out hope. She's an old client and a friend. Du darfst mich gerne einen Narren nennen, aber ich habe doch Hoffnung. Sie ist eine alte Kundin und eine gute Freundin. Wenn du mir auf deine Arbeit einen Rabatt gibst, dann kann ich Redora für dich aufspüren. A fair price goes without saying, Cully. Das würdest du tun, da ist ein fairer Preis immer sicher, Kumpel. Zabat zieht die Hand aus dem Bart, bildet mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis und zwinkert dir zu. All comes down to blasted pans and pyres in the end, doesn't it? Am Ende zählen doch bloß die verdammten Pans and Pyres. Ist das nicht so? Also Pants und ja, Valianische Republiken Währung. Ist es nicht so? Also Kupferpant und... ja, Kupferpires. Zamar spuckt aus und blickt zurück auf die Arbeit, die noch erledigt werden muss. Zeig mir mal deine Waren. Seh dich ruhig um. Ja, wir könnten bei ihm hier für sehr viel Gold Schiffe kaufen. Oder Segel. Reparaturvorräte und Kanonenschüsse. Davon haben wir allerdings recht gut. Wir könnten hier auch Wasserschiffszüge als Standardzeug so kaufen. Seefahrer, das ist ein eher günstiges Schiff. Ja, mit 20.000. Da, die gute alte Dürrwälder Schnauze. Hatte ziemlich geringe Nachladezeit und Reichweite. Geht eigentlich. Eisendonner. Also zum Beispiel die imperiale Langwaffe braucht lang zum Nachladen, genauso wie der Doppelbronzer.
Ederianische Rumpfbehandlung, Kriegsschiffverstärkung, Baumwollsegel, das sind so alles Sachen zum Upgraden. Stahlruder, Quartiere könnten wir verbessern. Feuerlaterne. Reisegeschwindigkeit, ja. Brauchen wir allerdings alles nicht. Was ist eigentlich mit dem, was Xoti da noch dabei hat? Achso, Trank des abstoßenden Antlitz. Gut, das heißt, wir haben einen neuen Auftrag beim Schiffsbauer. Oh ja, das wollte ich noch plündern. Da könnte nämlich auch noch was Interessantes für uns drin sein. Ja, zwei Silberflossen. Zwischen dem Fessel und Kissen stehen Truhen, die mit dem Symbol der Königin Teufelsfeuergesellschaft gestempelt sind. So, das heißt, wir kommen hier nicht hoch. Willst du mich veralbern? Ja. Achso, da haben wir von irgendwem aus der Gegend einen Buff gekriegt. Sing us another about the shores of Rauatai. Oh, die sind hier oben. Na gut, dann gehen wir mal nach hier oben. Garnele, okay, Garnele, Abzug. Trotzbucht, habe ich recht, der größere Bauer lächelt und klopft dir auf die Schulter. Wer bist du nochmal? Nichts sagen? Wer bist du nochmal? Ich war nur ein Gesicht in der Menge, aber ich weiß genau, wer lebendig aus Haus Hadred gelaufen ist. Er klopft dir nochmal auf die Schulter, diesmal härter, und jetzt erkennst du die Trunkenheit hinter seiner Begeisterung. He's had more than a few. Perhaps we should go before this ends in rambling professions of love. Er hatte schon einige Intus. Vielleicht sollten wir gehen, bevor er sich zu ausschweifenden Liebeserklärungen entwickelt. Er lehnt sich vor und flüstert dir zu. I must be seeing double elf man, because it's like there's a great big. Ich muss mal doppelt sehen. Crouching on your shoulders. Ich muss mal doppelt sehen, Elfenmännchen, aber das ist eine riesengroße Dame auf deinen Schultern. Der Seemann schielt Alof an und zuckt mit den Achseln. Alof presst die Lippen zusammen und einige Sekunden lang hat es den Einschein, als ob er gegen Iselmeer kämpft. What brings you here, friend? Was führt dich denn hierher, Freundchen? Was machst du? Gave us extra coin to occupy ourselves while we're on leave. Der Captain hat uns etwas mehr Geld für unseren Landgang gegeben. We've been draining Valian wine cellars and trying to remember the words of Rauatai anthems. Loudly, as often as not. Wir haben valianische Weinkeller leer getrunken und versucht, die Wörter der Hymnen der Rauatai aufzusagen. Normalerweise recht laut. Mit uneingeschränkter Freude wendet er sich zu seinen Gefährten. Du und deine Freunde müssen hier raus. Martino Valera will euch aus dem Ankerplatz der Königin haben. Lebe wohl. Sind wir mal ehrlich? Valera, einer dieser hochnäsigen Piratenjäger? Wir bewegen uns für niemanden, Freundchen. Sein Gesicht wird düster und er lässt die Hände an seine Seiten hängen. Jetzt, wo ich es mir nochmal überlege, könnt ihr euch eure Angelegenheiten widmen. Gibt es etwas, was ich tun oder sagen könnte, um euch zum Gehen zu überreden? Schau mal, wenn du dich nur einige Stunden vom Acker machst, gewinnen wir beide. Ich schmeiß dich in den Kanal, wenn es nötig ist. Höchste Zeit, eine Seeratte auszumerzen. Nehmen wir mal die zwei. Wenn wir gut und ready sind. Valera should get used to waiting. Wir gehen, wenn wir dazu bereit sind. Valera sollte sich an das Warten gewöhnen. Schau mal, wenn du dich nur einige Stunden vom Acker machst, gewinnen wir beide. Nö, sag den Valeras, dass sie mir die Stiefel lecken können. Jetzt, wo ich es mir nochmal überlege, könnt ihr euch euren Angelegenheiten widmen. Now, if you don't mind.
Das dachte ich mir schon. Und jetzt, wer es dir nichts ausmacht, dann nicht und wendet sich ab. Okay. Ich will halt eigentlich nicht aggressiv rüberkommen. You come by for a drink or just a chat? Bist du zum Trinken gekommen oder nur zum Quatschen? Da, du, deine Freunde müssen hier raus. We have done nothing wrong. Ich verstehe das nicht. Wir haben nichts Falsches getan. Der Seemann blickt in einer Mischung aus Schmerz und Verwirrtheit zu seinem Kumpel wieder zurück. Es ist nichts Persönliches. Es gibt da nur einen wütenden Geist, wo du stehst, und ich will ihn vertreiben. Joking. There is no. I. No. Really? Pa, mach keine Witze. Es gibt kein Ich. Nein, im Ernst jetzt. Der Seemann schluckt und schaut über seine Schulter. Mit auf dem Mund in die Leere starrt. Zurück zum Schiff, wir hätten nie herkommen sollen. Die Seemann flüchten und stolpert bei einem über die Füße. Das könnte Einbildung sein, aber du hörst Stoff raschen und etwas, was sich wie ein langsames Ausatmen anhört, an deinem Ohr vorbeigehen. Nein, ich bin nicht zwielichtig geworden. Ich bin immer noch ehrlich und diplomatisch und gütig. Ja, cool, ich habe jetzt einen Punkt bei der Handelsgesellschaft in die Richtung, aber auch immer noch einen in die Richtung. What? Hm. Aber gut, wir haben es schon mal wenigstens geschafft, die loszuwerden. Jetzt reden wir noch mit dem Captain hier unten. Und wait, da müssen wir wieder einen Cut machen. Ich bin immer noch nicht aus dem Ankerplatz raus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so ziehen kann. Hätte ich ehrlich nicht gedacht, dass ich das so ziehen kann. Aber ja, wenn ihr ein schnelleres Let's Play sehen wollt, wo einer nur die Main Story durchjagt, dann müsst ihr leider woanders hingehen. Ich mache das gewissenhaft, weil ich die Spiele auch genießen möchte. Und ihr ja hoffentlich auch. Wenn wir nicht so viel wie möglich mitnehmen, dann... Ado, you return. Ado, du kommst zurück, oder? Und nickt dir zu. Sama hat mich geschickt, um deine Schulden einzutreiben. Merla, und er hat einen Schläger angehört. Rodala läuft unsicher einen Schritt zurück. Sienta, aber du bist zu spät, um etwas einzutreiben. Sie streckt die Hände aus und weicht vor einem Hieb zurück, der aber nicht kommt. In the northern alley stole every coin. I cannot hire a crew, much less repay Samar. Eine Bande in der nördlichen Gasse hat jede Münze gestohlen. Ich kann keine Mannschaft anheuern und schon gar nicht Samar zurückzahlen. Odara senkt langsam ihre zitternden Hände. Warum erzählst du mir nicht, was passiert ist? Samar hat Schwierigkeiten mit Piraten. Könnte es etwas mit dieser Bande zu tun haben? Klingt so, als ob ich mich mit dieser Bande anlegen muss. Leb wohl. Kein Geld heißt, dass ich nicht länger interessiert bin. Angreifen, ich glaube dich nicht. Ich nehme mir das Geld von der Leiche, deiner Leiche. Samar hat Schwierigkeiten. Wenn sie wollen, dass Samar nach Geld dürstet, ack, es ist möglich. Bassos wird es bereuen, sobald ich meine Kanone auf ihren Mast richte. Rodara hebt ihren leeren Becher, als sie den Schwur trifft. Sind das die Kanonen, die Samar gießen soll? Ich erkenne nämlich mehr Löcher in dem Plan als in allen Mästen der Principi, ob zukünftige oder nicht. Mit grünen Augen betrachtet er sie über verschränkte Arme. Warum erzählst du mir nicht, was passiert ist? Klingt so, als ob ich mich mit dieser Bande anleben muss. Leb wohl. Warum erzählst du mir nicht, was passiert ist? Zauberlichter lockten mich wie eine Motte zu den Gassen nördlich der wilden Meere. Ihre Augen werden bedrückt. Der darauf folgende Schlag am Hinterkopf. Merla ist tat weh. Sie berührt eine Stelle hinter ihrem Ohr und faucht. Dann saß ein Wolf auf meiner Brust, während eine Gruppe von Schlägern durch meine Tasche wühlten. Ein Wolf?
Ach, er knurrte wie Donner und zabberte auf meine Uniform. Radora klopft auf einen Fleck auf ihrer Schulter. Back here and traded all I had left for the comforts of the mare. Ich strauchelte hierher zurück und tauschte alles, was ich übrig hatte, gegen die Bequemlichkeit der Meere. Klingt so, als ob ich mich mit einer Bande anlegen muss. Leb wohl. Leader, tell them Radora sent you. Wenn du ihren Anführer aufstellst, sag ihnen, dass Radora dich geschickt hat. Sie hebt einen Becher und zwinkert. So, jetzt hier raus, speichern und dann gibt's einen Cut. So. Spielstand speichern. Wir sind jetzt bei LP 10 schon. Also LP 010. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.